Diese Israelis haben Grund zur Freude. 8 Monate nach dem Großangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel sind 4 Geiseln lebend aus dem Gazastreifen gerettet worden. Noah Agamani, Almog Meyerjan, Andrei Kozlov und Shlomi Sif waren am 7. Oktober von einem Musikfestival im Süden Israels verschleppt worden. Sie wurden nach Armeeangaben in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens befreit. This was a high-risk complex mission. Das war eine komplexe und hochriskante Mission auf Grundlage präziser Geheimdienstinformationen. Sie wurde bei Tageslicht in 2 verschiedenen Gebäuden tief im Gazastreifen ausgeführt. Während die Streitkräfte unsere Geiseln retteten, waren sie unter Beschuss innerhalb der Gebäude und auf dem Weg aus dem Gazastreifen heraus. Die israelische Armee hat sich wochenlang auf diese Rettungsaktion vorbereitet. Die Soldaten haben dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Alle 4 befreiten Geiseln sind nach Armeeangaben bei guter Gesundheit. Sie seien zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Israel gebracht worden. 116 Geiseln befinden sich nach Angaben der israelischen Armee noch in der Gewalt der Hamas. 41 von ihnen sollen bereits tot sein.